So, da sind wir wieder zu Let's Play GTA San Andreas Part 37 und das Handy klingelt. Yeah, what? Sorry, Carl, are you busy? Zero? Nah, man, good to hear from you. What's up? Disaster. My landlord is selling the shop. I'll have nowhere to live and no safe haven from Berkeley. Ah, I'm looking to invest in some property at the moment. Maybe I'll swing by. Tja, das machen wir auch. Wir schauen mal bei Zero vorbei. Wir nehmen den hier. Wir müssen da jetzt anscheinend eine Immobilie bei Zero kaufen. Tja, wie es aussieht, müssen wir eine Immobilie aber gleich bei Zero kaufen. Tja, wie teuer? 30.000? Egal, müssen wir eh. Gekauft. Tja. Kommt kein Anruf oder so? Hm, naja, dann nicht. Wir haben ihn halt gekauft. So. Dann fahren wir jetzt mal da hinten zu CJ. So. So, CJ. Jetzt klingt das Handy. Hello? Carl, it's Zero. Oh, hi, Z. You wasn't around when I signed the deeds. Yes, I know. I was on a dangerous reconnaissance mission. Deep into enemy territory. Yeah, right, sure. Whatever you say. I should come through and have a look at the business, you know? Oh, of course, of course. I'll have to tidy up a bit. This place is such a mess. Don't worry about it. I'll drop in soon. So, jetzt können wir erstmal zu CJ gehen. It's fucked up. I can honestly say I wish you was here. Great. Now you got the present for that friend of mine, right? You know, the one trying to get me and old Officer Pulaski into trouble? Yeah. Why don't you put that up in his car and give Weetip a call? Hey, motherfucker, the code of the streets is that I don't snitch. I don't give a fuck if he kills you, me, my brother. Street cats don't call no cops. Carl, he's a DA. Oh, yeah? Well, where I go find him? He's at the Van Cobb Hotel in the Financial. Oh, for sure. Okay. I wanted this shit. You wrong with somebody? So, der Staatsanwalt ist unterwegs zur Van Cobb Hotel. Ja. Okay, anscheinend müssen wir jetzt da warten auf den Typen. So. Ah, hier hin. Dieses Hotel hat einen Parkservice. Der Staatsanwalt wird seinen Wagen in Kürze dort abgeben. Folge dem Parkboy in die unterirdische Parkgarage und schalte ihn aus. Vergewissere dich, dass niemand in der Nähe ist. Idiot. Tja, dann müssen wir mal uns hier so hinstellen, ne? Der Parkboy ist in der Parkgarage. Schalte ihn aus, bevor er sie verlässt. Oh, kein Problem. Ich habe genug Werkzeug, um ihn auszuschalten. Machen wir mal hier so unauffällig. Schnapp dir die Uniform des Parkboys. Okay. Ah, sieht gut aus. Irgendwie mag ich die Uniform. Die passt zu Carl Johnson. Brille passt da auch gut zu. Ja, sieht gut aus. Finde ich gut. Ah, you must be the new boy. Ja, ich bin der Neue. Der Staatsanwalt fährt einen blauen Merit
Verdammt, jetzt habe ich da nicht. Achte darauf, dass kein anderer Parkour seinen Wagen nimmt oder was weiß ich. Habe ich nicht schnell genug hingeguckt. Identifiziere den Wagen des Staatsanwaltes, wenn er ankommt, und steige ein. Wenn ich mich nicht irre, sind zuerst die anderen beiden hier dran. Die nehmen sich vorher ein anderes Auto. Dann bin ich dran. Ich stehe da mit einer SMG. So. Nee, das ist er auch nicht. Da hinten ist er. Ja, das ist er. Here you go. Tja, das ist jetzt unser Auftritt. Du sitzt im Wagen des Staatsanwaltes. Fahr zur Garage, wo die Drogen platziert werden. Das wird lustig. Oh. Anscheinend dürfen wir auch keinen Kratzer in den Wagen machen. Sonst merkt er ja was. Sprich, wir müssen vorsichtig fahren. Ich und vorsichtig fahren. So. Sollte aber nicht allzu schwer sein. Oh, Cheetah. Heißt die Karre. So. Die Drogen wurden platziert. Fahr den Wagen in die Garage des Hotels. Darf ich hier mal durchfahren? Danke. Der Wagen darf nicht... Wieder nicht gesehen. Also er darf keinen Kratzer haben. Sprich, er muss heil bleiben. Sonst merkt er natürlich was. Ist ja Logo. Das wird eine lustige Vorstellung gleich, kann ich euch sagen. Ab in die Parkgarage. Parke das Auto auf dem markierten Parkplatz. Pass auf, wo du hinläufst. Ein Parkplatz bekommen, um den Wagen des Staatsanwalts zurückzubringen. Begib dich hier raus zum Carport des Parkservice und rufe die Cops. Geil. Hast du Geld dabei? Ja, hatte er. So, wir müssen jetzt ganz schnell raus hier und die Cops alarmieren, dass da ja unbedingt jemand steht mit bestimmt 3 Tonnen Drogen an Bord. Hello, this Wee Tip. I seen something highly suspicious. You should come check out. Geil, er steht da voll gechillt und da geht das voll los. Geil. Do you know who you're fucking with here? I'll have your badge, you moron. Shut up! You find anything back? Hast du irgendwas gefunden? Found anything? He's got half of Mexico. Geil. 2 tons of Mary here. What? But I've never seen. How could it be? Muss halt Mexiko da drin sein. Geil. Coole Folge. Er steht da voll gechillt, schaut sich das alles ganz in Ruhe an. Geil. Geile Vorstellung. Krass. Okay, dann würde ich mal sagen, dass wir jetzt saven fahren. Ja. Begib. Okay, die Park-Service-Uniform steht ab jetzt in deinem Kleiderschrank zur Verfügung. Das heißt, wir können uns die jetzt auch anziehen, wann wir wollen. Ich mag die eigentlich sehr gerne leiden. Ist ein schicker Anzug. Aber wir fahren jetzt hier ganz schnell zurück. Machen nochmal ein Wheelie. Vielleicht kriegen wir dadurch etwas Geld. Parken.
So. Und jetzt saven wir mal eine Runde, dann war es das für den Part. So. Wie es weitergeht, seht ihr im nächsten Part. Okay, vor klingt das noch. Hey Caesar, the Yay leaving San Fierro, right? Right, but they're using bikes, CJ, and they go cross country. Nee, diesmal machen wir es nicht. Not right now. I gotta check into some shit. So, du hast dem Kurier $0 gestohlen. Ja. Gut, wie dem auch sei, wir sehen uns im nächsten Part wieder zu CJs Mission. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.